Oh mein Gott! Was ist das? Ey! Scheiße! Rostiger Nagel im Hund! Pia! Wir werden alle sterben! Ja, das werden wir mit Sicherheit! Chantal, mach die Tür auf! Sibi! Ja, können wir bitte irgendwas anderes zocken? Ich halte diesen Schrott nicht mehr aus! Was geht, meine Party People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz YouTube! Wir spielen heute mal den berüchtigten Fernbus-Simulator. Kurz und knapp, wenn euch das gefällt und ihr einen Teil 2 haben wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Bei 100 Likes machen wir einen Teil 2. Genießt das Video, schaut es euch von Anfang bis Ende an. Ich habe gefühlt eine Geschichte erzählt in dem Video. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Nettes Kommentar hinterlassen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir fahren jetzt von Erfurt nach Hannover. Ich sag's mal mit dem ganz normalen Bus. So, wir steigen ein in den wunderschönen Bus, Flixbus. Schaut euch das Prachtexemplar mal an, Alter. Vater im Himmelland. Alle Achtung, schnallt euch alle an. Ich bin auf der Straße jetzt. Oder auf dem Gehweg. Warum geht das hier nicht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier habe ich Blinker, okay. So, warte, wir müssen hier mal jetzt abbiegen. Wir holen jetzt hier mal die Fahrgäste ab. So, hier um die Kurve. So, jetzt haben wir wieder, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben leider eine kleine kurze Verspätung. Ihr wisst, ihr kennt eh die Regel, bevor wir nicht bei der Haltestelle sind, können wir fahren, wie wir wollen. Sprachen lernen. So, hier um die Ecke. Wo sind die? Hier sind sie, hier stehen sie. Hier waren sie. So, ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen, wir haben eine ganz kurze Verspätung. Aber das ist gar kein Problem, meine Damen und Herren. So, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es tut mir sehr leid, wenn Sie im Hintergrund ein störendes Geräusch hören. Das ist hier mein Motor. Ich muss nämlich den Bus anlassen, weil wir haben hier technische Schwierigkeiten. Wenn ich den Bus abstelle, dann wird er nicht mehr angehen. Hier bitte einmal das Gepäck reinlegen. Hallo? Gepäck bitte hier rein. Dankeschön. So, wollen Sie hier mitfahren? Ja, hallo. Ja, ich weiß nicht, ob ich in Ihre... Wohin fahren wir überhaupt? Ach ja, Hannover. Ja, Sie dürfen mit. Ja, Sie dürfen auch mit. Ja, salü, hier schon mal gar nicht, ne? Ja, guten Tag, servus, Christi, hallo. Ja, ihren Oberarm würde ich noch ein bisschen trainieren, aber sie dürfen mitfahren, kein Problem. Hallo, süße Maus. Natürlich, die nehme ich sehr gern mit, das ist gar kein Problem. Ein Ticket, ja, natürlich. Ist ja nicht so, als hätten sie das vor der Abfahrt bei jedem kaufen können. Ja, alles gut, hier ein Ticket. Perfekt, gönnen sie sich. Ja, Hannover? Ja, sie auch, ja. Ist gar kein Problem, ne? Und das macht dann 5 Euro teurer bei Ihnen, gell? Dankeschön. Ja, brauchen Sie gar nicht so schauen, einsteigen. Servus, Christi. Ja, Freile, steig ein. Wir haben noch... es tut mir leid, gell? Madame? 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 Brauchen Sie einen Arzt? Madame? Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte schneiden Sie sich alle hier an. Diese Fahrt könnte ungefähr 2 Stunden dauern. Wir fahren hier in Richtung Hannover. Das Wetter in Hannover ist ein bisschen windig, also könnte auch ein bisschen Regen uns erwarten. Packen Sie Ihre Regenjacken aus, dann ist es jetzt eine windige Ankunft in Hannover. Ansonsten halten Sie sich bitte alle hier an die Regeln. Schneiden Sie sich bitte alle an, denn die Fahrt könnte etwas holprig werden. Dankeschön und auf Wiedersehen. Hey, ich würde gerne ins Internet. Geht das? Nein! Wir fahren noch keine 2 Minuten und Sie wollen jetzt schon ins Internet! Sind Sie wahnsinnig oder was? Es gibt hier kein Internet. Oh Gott, fast sind wir reingefahren, Alter. Ey, haben Sie da hier was neu gemacht in dem Game? Ich schwör's euch, ich hab ein paar DLCs. Ey! Scheiße! Ja, bitte! Verklagen Sie mich nicht, ich hab keinen Führerschein! Es war rot, nee, da war nichts rot. Ich schwör's euch, ich hab ein paar DLCs. Ey! Scheiße! Rot-Grün-Schwäche, ja, ich hab eine leichte Rot-Grün-Schwäche. Ey, fahr mal, Grünes! Fahren! Ey, wenn du mich jetzt nochmal nach dem WLAN-Passwort fragst, schmeiß ich den Router aus dem Fenster, wirklich. Gott im Himmel, ey. Wir sind nicht einmal 2 Minuten unterwegs und ihr seid schon so nervig, das ist ja brutal. Achtung, Spurwechsel. Och, wieder grün, wir überholen! Rostiger Nagel überholt! Oh. Ja, Sonntag, heute ist aber eh Freitag.
Ja. Weißt du, wer sich auf der Toilette schminkt? Darfst du einmal raten, wer sich hier schminkt auf der Toilette? Richtig. Deine Freundin, die hier vorher beim Einsteigen über die Bodenschwelle geflogen ist und ihre ganze Schminke quer durch den Bus gepfeffert hat. Die sitzt jetzt am Klo und schminkt sich. So, schöne Aussicht. Meine Damen und Herren, wenn Sie nach rechts sehen, sehen Sie Bäume. Wenn Sie nach links sehen, sehen Sie Bäume. Wenn Sie geradeaus sehen, sehen Sie auch einen Baum. Sie fragen mich, warum hier das WLAN nicht funktioniert. Genau! Ich glaube, Sie haben es geschnallt. Sie sind im Wald! Ja, was soll abgehen? Ich fahre hier die Straße entlang. Ich hoffe, ihr habt alle eine Lebensversicherung. Diese Fahrt wird nicht gut werden für euch. Sollen wir mal hier risky fahren hier? Mal schauen, ob die Fahrgäste... Und? Bist du schon nervös? Bist du schon nervös? Nee? Noch immer nicht? Ja, ich bin nervös. Holla, die Waldfee, Alter. Das war aber brutal knapp gerade. Ja, du fragst mich noch immer. Wir können hier was... Wir können hier Unfall bauen. Ich kann frontal in den Taxifahrer reinfahren. Du wirst mich noch 8-mal fragen, warum hier das WLAN nicht funktioniert. Ist das die heutige Generation? Scheißegal, was passiert. Hauptsache, das WLAN muss funktionieren, oder wie? Wieder doppelt. Ja, deine Freundin schminkt sich auf der Toilette. Deine Freundin. Deine Freundin schminkt sich auf der Toilette. Hol sie heute raus. Wo soll ich denn über... Da! Ja, das werden wir mit Sicherheit. Wer hat das gerade gesagt? Siege. Ich weiß, wir werden sterben. Aber bitte sagen Sie das mit meinen Vorgesetzten. Ich habe keinen Führerschein. Das Handy. Bei wem klingelt ihr das Handy? Heben Sie ab auch hier? Heben Sie ab. Ja, mit Ihnen rede ich. Heben Sie ab. Wie funktioniert das mit dem WLAN? So. Passt, ich schalte das WLAN ein. Wenn wir irgendwo eine fahren, ist es Ihr Schuld, nicht ich. Super, jetzt haben wir die 70 Kartoffeln mitgenommen. Toll. Ja, jetzt fahren wir mal rot. Jetzt ist Aschenwurst. So. Wir halten hier an. So. Wie heißt deine Freundin? Wie? Ich wusste gar nicht, dass wir hier Rallye fahren. Ja, fahren wir auch nicht. Wir halten hier nur, Madame, bitte. So, wie heißt deine Freundin? Wie heißt sie? Ach, Chantal. Okay. Chantal! Hier wächst Wiese rein, Alter. Was ist hier? Chantal! Kommst du raus, bitte, aus dem Klo? Chantal, machst du die Türe auf? Andere Leute müssen hier scheißen. Chantal! Chantal, mach die Tür auf! Ich hab's probiert, sie kommen nicht raus. Amel noch zerbledert. Ich hab... Gut. Gut. So, fahren wir jetzt auch ein bisschen schneller. Ich weiß, hier ist 100 schwer. Gaspedal, rechts, links, Schwäche! Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Führerschein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, die Chantal noch immer, aber die ist jetzt nicht einmal quer durchs Klo geflogen. Ja, ja, mach ich. Ich mach, Ja, die Chantal, wie oft denn noch? Herr Polizist, arrivederci, wir hören und sehen uns. Ich fahre hier vorbei, kein Problem. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp! Wissen Sie was? Soll ich Ihnen was sagen? Dann fahren Sie das nächste Mal mit dem Taxi. Ich fahre auf der Landstraße, denn ich bin ein Busfahrer. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte schnallen Sie sich an, es könnte ein bisschen kurvig werden hier jetzt. Ich probiere mal das neue Fahrwerk aus. Ja! Wir sind gerade komplett gegen die Leitplanke gefahren und Ihr Problem ist, dass der Nagel angerissen ist. Alle mal aussteigen, bitte. Wir machen kurze Rauerpause. Oh Mann, wir sind... Ja, Ihr Handy leitet. So, wir machen kurze Rauerpause. Aussteigen, Luft schnappen. Kurz Rauerpause, aber keiner läuft mir weg da, gell? Ja, Chantal, du bist endlich zurückgekommen. Dein Eyeliner sitzt. Ja, Molle Maus, du bist süß. Lauf zwei Ohren weg! Ich bin der Einzige, der da flirtet, gell? Ich meine, du flirtest sie ja nicht, so wie du ausschaust. So, Gustav, Reinhard, Klaus, alle da? Alpe. Ui! Die ist neu, der Charakter ist neu in dem Game. Den habe ich noch nicht gesehen, da. Die ist aber schön. Die würde ja, oder? Ja, geil. So, sind alle da? Aber bitte durchziehen! Gustav, Reinhard, Harald, Christine, Victoria! Lena! Gustav? Gustav?
Chantal? Also mit zwei Chantals bin ich überfordert. Ich meine, ich schaffe es nicht mit zwei Frauen. Ey, ich komme gerade mal so mit klar. Ich komme gerade mal so klar, eine zu enttäuschen. Aber beide nicht. Alter, da ist Sebi! Sebi! Entschuldigung. Ja, wir gehen nur kurz Sebi. Ja, wir gehen nur kurz Sebi besuchen. Ey, Sebi! Ey, Sebi, bist du schon wieder am Landwirtschaftssimulator spielen, oder was? Ja, können wir bitte irgendwas anderes zocken? Ich halte diesen Schrott nicht mehr aus. Ey, nehme ich jetzt hier aber nicht ein, du, ne? Ja, Sebi, ich wünsche dir noch einen guten, gell? Ich muss wieder weiter. Ciao, ciao. Hier steht einfach ein Bus mitten am Feld. Ist das ein Kompliment, wenn jemand zu dir hinkommt und sagt, ey, Süße, du bist ein richtiger Fuchs geworden. Und dann sagt sie, oh, du bist so süß. Oh, mir hat mich jemand Fuchs genannt. Alle haben immer nur gesagt, ich bin eine dumme Kuh. Aber Fuchs ist doch, oh, so, wow. Feuerwehr ist auch hier schon anwesend. Die wissen genau, hey, wenn es hier brennt, Alter, wird es brenzlig. Da hat er einen Joke rausgehauen. Ich probiere den Anmachspruch mal bei Chantal. Ey, Chantal! Ey, Süße. Chantal, du bist eine richtige Granate geworden. Und weißt du? Voll der Fuchs. Voll die Granate. Nee, der klappt nicht. Ist gut, wir sind angekommen. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Schon, gell? Sehr gerne. So, meine sehr geehrten Damen. Ist hier nicht mal ein anderer Typ gesessen? Sitzt hier die ganze Zeit schon der Typ? Ey, es tut mir absolut leid, Mister, aber irgendwie ist hier wer anders gesessen, ey. Ich schwör's euch bei Gott. Haben wir unterwegs irgendwo einen Streuner mitgenommen? Ist das Sebi? Das sieht schon ein bisschen aus wie Sebi. Ey, schon? Kopfform passt. Haare, ja. Hemd trägt Sebi auch immer. Ein bisschen breiter müsste er sein. Ey, Sebi, bist du's? So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind hier angekommen in Hannover. Bitte beim Aussteigen aufpassen. Hier unten ist ein Bordstein, Chantal, nicht, dass du wieder hinfällst und die ganze Schminke ausschüttest. So, sie kriegen noch ihre Sachen zurück und dann wünsche ich ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Hannover. Ich hoffe, ihnen geht's beschissen. Bitte einmal alle aussteigen. Ach so, sie können sich beamen. Ja, natürlich, klar. Ihr seht alles Zombie. Ist hier heiß oder was, Vicky? Gott im Himmel. So, bitte hier einmal das Gepäck nehmen. Wow, das ist ja schnell gegangen, ey. Also, so viel Gepäck hatten wir aber bei der Anreise nicht. Lena, du hattest bei der Anreise kein... Wie hältst du denn dein Handy? Lena, was machst du hier? Ja, egal. So, Lena, viel Spaß. Gute Reise. Ihr kriegt alle noch einen Klaps auf den Po. So, Abflug mit euch. See you guys. Ich bin dahin. Das war's mit dem Video, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. 100 Likes nicht vergessen, wenn ihr ein Part 2 haben wollt. Ich habe das Ganze sehr unterhaltend gefunden, auch beim Schneiden. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nettes Kommentar da lassen. Tschüss, ciao und reingehauen.